Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play und zwar zu Star Trek Flottenkommando. Ja, ihr habt richtig gehört, einem neuen Let's Play, einem kleinen Let's Play. Ich habe ja schon Star Trek Flottenkommando in der Vergangenheit gespielt, aber es war schon lange her. Also in der Zwischenzeit ist es tatsächlich ein halbes Jahr her, seit ich dieses Spiel das letzte Mal gespielt habe. Und für mich wurde es jetzt einfach mal Zeit, wieder zurückzukehren. Und damit auch der Titel unserer ersten Folge, Die Rückkehr. Ich fange also nicht von vorne mit an, sondern starte einfach an der Stelle, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Und ich habe schon mal mit ausgetestet, das letzte halbe Jahr, ein oder zweimal geguckt, ob es meinen Account noch gibt oder ob Scorpio den in der Zwischenzeit gelöscht hat. Und ja, begleitet mich die nächsten Folgen, ein paar Folgen, in dieses Spiel wieder zurückzukehren. Für Anfänger sicherlich durchaus hilfreich. Ich bin auch quasi wieder ein Anfänger. Und für die Fortgeschrittenen, ihr könnt mich gerne dort unterstützen. Aber in der Zwischenzeit bin ich schon wieder neugierig, was hat sich in dem letzten halben Jahr in diesem Spiel getan. Ich kann euch ja mal die letzte Folge, und zwar, ich glaube, da oben müsste ich die jetzt verlinken. Das war die letzte Folge wirklich vor einem halben Jahr, wo ich mir die Augur und die Franklin A zugelegt habe. Seitdem ist hier nichts passiert. Wir werden mal in unsere alte, eingestaubte Station zurückkehren. Wir werden diese Folge ein bisschen sauber machen. Ich werde schauen, was gibt es hier so Neues. Ich habe da wirklich noch nicht geluncht oder ähnliches. Könnt ihr mich begleiten? Und ich werde sicherlich hier ein paar Stunden verbringen, so 2-3 Stunden. Werde das natürlich jetzt innerhalb einer kurzen Folge präsentieren, also nicht von vorne bis hinten, sondern werde das sicherlich dann auch zwischenzeitlich mal mit unterbrechen, dass es nicht allzu langweilig mit wird. Ja, also kehren wir mal einfach, mal sehen, ob das klappt. Ja, müsste so klappen. Ich glaube, ich bin ganz gut positioniert. Hier zwischen meinen, ja, ihr seht schon, diesen zerstörten Raumschiffen. Und ja, hier, diesen Buttons. Ja, gucken wir mal. Also, wir haben hier, muss ich mal gucken. Ich glaube, in der Zwischenzeit habe ich gesehen, gibt es Hotkeys oder einige Belegungen für die Leute, die per PC spielen. Das mache ich ja auch. Meine Let's Plays werde ich ja auch eher über den PC anstatt über das Smartphone bringen. Ist von der Übersicht her wesentlich besser. Ja, natürlich, meine Raumschiffe sind ja alle zerstört und ich gehe auch mal davon aus, wenn ich hier so lange Zeit nicht da war, wird hier oben alles leer sein. Ja, sieht auch so aus. Ich habe hier 33 Millionen an Paarstahl. So hieß das, ne? Was war das hier? Dilithium? Tritanium. Das war Tritanium 3,8 Millionen und Dilithium 616.000. Ja, welche Stufe bin ich? Ich bin Stufe 35. Ich habe das Gefühl, dass ich seit einem halben Jahr auf diese Stufe verharre und ja, mal gucken, wo wir da eigentlich stehen. Also wo die meisten Spiele auf diesem Server, das müsste 168, glaube ich, sein. Und wo ich auch aufgehört habe, da hat so diese Verschmelzung mit dem Server 169 gerade stattgefunden. In der Zwischenzeit wird sich hier sicherlich alles etabliert haben. So, was schauen wir uns dann heute mal mit an, so in Ruhe? Also erstmal müssten wir unsere Schiffe mal reparieren, wa? Wie war denn das eigentlich nochmal? Ach hier, das bedarf ja eine gewisse Zeit. Hier 7 Stunden, die hier 3 Stunden, 10 Stunden, 1 Stunde. Stimmt, die Frachter, die waren ja eher von der Zeit her weniger und kostet uns natürlich Ressourcen. 315.000, 3,8 Millionen haben wir, das lohnt sich ja eigentlich alles noch vom Einsatz her. Aber ich kann mich daran erinnern, wir konnten das ja auch irgendwo beschleunigen. Ne? Ich fange mal hier an mit diesen kleinen hier, ich repariere das mal. Kann ich auch Hilfe anfordern? Ah, und dann kann ich beschleunigen. Genau. Was haben wir denn hier? 30 Minuten Reparatur. 4.800 im Besitz, die ich mir im Laufe der letzten 2 Jahre zusammengesammelt habe. Das kann man hier sicherlich verwenden. Ach, das machen wir einfach mal. So, gehen wir mal ein bisschen aus. Das machen wir genauso, damit erstmal unsere Schiffe hier repariert sind.
Ich nehme mir hier diese 4800, das ist genug Material oder genug Beschleuniger noch zur Verfügung. Beschleunigen. So, hier unten kann man natürlich noch andere verwenden. Für alle, die das Spiel noch nicht gespielt haben oder gerade erst angefangen haben. Ich habe hier 5 Minuten 6000 im Besitz. Eine Minute 1800, den braucht man eigentlich gar nicht. Ab einer bestimmten Größe. Ich habe hier zum Beispiel eine Stunde gar nicht im Besitz, genauso wie 3 Stunden nicht. Da habe ich gar nichts im Besitz, gar nichts gesammelt. Da kann ich dann noch Gold oder goldgepresstes Latinum verwenden. Dazu später muss ich mal gucken, wie viel ich habe, ob sich das überhaupt lohnt. Aber bei 30 Minuten 4800 im Besitz, 21 muss ich jetzt hier verwenden für 10 Stunden Reparatureinsparzeit. Das ist in Ordnung. Ich muss mal ein bisschen vorsichtig klicken, dass ich mich hier nicht verklicke. So, ich habe wirklich nicht geübt. Das ist hier Debüt wieder. So, und dann mache ich hier noch die... Ich habe auch die Namen in der Zwischenzeit vergessen von den Schiffen. Das ist Centurion. Das ist die Centurion. 7 Stunden Reparatur. Auch hier beschleunige ich. So, dann haben wir das erstmal, sind wir da wieder ein bisschen flexibler in dem Austausch von Raumschiffen. So, wir werden uns jetzt nicht in irgendwelche Schlachten gleich stürzen, sondern wir müssen ja hier gucken, ne? Material haben wir nicht. Material haben wir nicht. Wie kommen wir denn daran? Ich kann mich daran erinnern, dass es ganz wichtig war, Material zu sammeln. Und auch hier hatte ich so ein bisschen, glaube ich, den Spaß verloren. Es war vor der Verschmelzung, kann ich mich erinnern, einfacher noch Material zu sammeln. Und das wurde dann irgendwann mal herausfordernd. Na klar, bei wesentlich mehr Mitspielern wieder waren dann diese Hotspots, die können wir uns ja gleich nochmal angucken, diese Hotspots stärker belegt. Und ich springe hier mal in das System. Ich bin irgendwann mal vor ein paar Wochen in das System gesprungen, wo ich mal angefangen habe. Wo ich wirklich mal angefangen habe zu spielen. Da hatten wir uns hier mal in diesem System versammelt. Das kann ich mich daran erinnern. Das ist Asteria. Astrida, glaube ich, hieß das. Wenn ich das ranzoome, sieht man das? Nee, das sieht man nur, wenn ich jetzt hier rausgehe irgendwo. Oder steht das hier? Mindestens steht es, wenn ich in die Galaxie wechsle. Astrida. Genau. Ich kann ja mal rauszoomen, denn seht ihr, wo das ist? So. Genau hier in der Mitte, wo die Fraktionen hier drumherum sind. Dort hatten wir uns monatelang, ist bestimmt schon ein Jahr her, verschanzt und haben dann irgendwann mal gewechselt. Ich glaube, da waren wir noch eine kleine Allianz. Wie hieß die denn? Die erste Allianz. Da war ich sogar der Admiral, so nennt sich das. Und dann sind wir mal verschmolzen mit dem, wo ich jetzt bin. Gentleman Wing, glaube ich, hieß das, ne? Gentleman Wing? Weiß ich schon gar nicht mehr, wie das heißt. So lange ist das her. Gentleman's Wing? Gentleman's? Ich wechsle mal hier. Gentleman Wing. Genau, Gentleman Wing hieß das Ding. Oh, wer ist denn da? Lachs Wahl? Also ich hantiere hier auch ein bisschen mit Namen, weil ja viele von dem Server damals zugeschaut haben. Also mache ich das mal ein bisschen individueller. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Es sind ja keine echten Namen, es sind ja alles Nicknames. Und Laswal kenne ich nicht. Aber ich weiß, dass in der Zwischenzeit hier einiges passiert ist. Und ich kann ja mal raufschauen, ich kann hier mal raufklicken auf, nee, hier nicht. Hier sind die Mitglieder. 68 von 76 Mitgliedern. Können wir da mal schauen. Und, was mich dann überrascht ist, dass ich selbst nach einem halben Jahr immer noch Commodore bin. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Vielen Dank. Commodore bin ich immer noch. Das ist jetzt auch sortiert nach Rang. Lass Wahl mit einer Stufe 39 ist der Admiral. Und dann haben wir einige Commodore. Von der Anzahl hier ist das okay. Wie viel sind wir denn? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Commodore. Ist in Ordnung. Schaue ich mal an, wie ist der Stärkste hier mit 45 unterwegs? Und der Schwächste, hier haben wir einen mit 36.
Ja, 36 ist sozusagen der mir dann schon eher so nahe kommt mit 35. Also ich bin quasi nach wie vor der Schwächste der Commodores. Jetzt bin ich mal wirklich, und da kenne ich wirklich keinen. Da kenne ich wirklich keinen von. Doch Daniel. Ich glaube, ich Daniel, den kenne ich. Der war auch vor einem halben Jahr mit dabei. Aber ansonsten Lucky Panda. Lucky Panda sagt mir auch was. Lucky Panda? Lucky Panda sagt mir auch was. Ja. Ja, ansonsten keiner der ursprünglichen Commodore. Die sind alle quasi zumindest nicht mehr in dieser Allianz mit dabei. Ich kann hier mal ein bisschen runter. Bloody Max kenne ich. Bloody Max kenne ich. Schönen Gruß, hallo, Bloody Max. Wen kenne ich noch? Holla die Gewalt Fee? Holla die. Kenne ich auch nicht. Kenne ich, glaube ich, auch nicht. Saffi kenne ich. Darkstar, ich hoffe, wenn ich jetzt einen übersehe oder überlese, es ist ein halbes Jahr her, ich wiederhole mich, da sind mir wirklich nicht mehr alle Namen in Erinnerung, aber wenn ich jetzt hier weiter so runter scrolle, ist jetzt wirklich von den, Danny glaube ich immer noch, ne? Queen Mom, genau, Queen. Queen Mami, Tante Elfriede auch. Super. Tante Elfriede 35, 34 sind ähnlich stark wie ich in der Zwischenzeit. Waren die vom Mr. Mister, glaube ich, kenne ich auch. Der Magdeburger. Schönen Gruß. Kenne ich auch noch. Auch aktiv unterwegs. Und wir sind ganze Menge. Allerdings glaube ich, dass noch ein Fünftel der Mannschaft die Gentleman's Wing sind. Die anderen sind zumindest in dieser Ali neu. Man könnte fast sagen, die wurde restrukturiert. Ihr könnt mir ja helfen. Wer dort mit wem fusioniert ist, das weiß ich nämlich nicht mehr. So, ich kann ja mal gucken, wie stark ich bin, indem wir mal auf Macht gucken. So, Holledau. Holledau, richtig, ist der Stärkste mit 38 Millionen. Gefolgt von den Filibustieren. Daniel ist dann an dritter Stelle, Lucky Panda auf Platz 4. Und dann geht es hier so weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich bin. Mit einer Platzierung ist das hier nicht versehen, ne? Genau. Aber ich befinde mich eher so im unteren ersten Drittel. Ich zähle das jetzt nicht aus. Im unteren ersten Drittel, also man könnte sagen in der Mitte. Ja? Mittelmaß in dieser aktuellen Allianz. So, okay. Dazu so viel. Nicht, dass ich jetzt ein bisschen erzähle. Wird das sicherlich sein. Seht mir das bitte nach. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen ein bisschen Material sammeln. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass hier oben in diesen 40ern, war das hier? Ist das neu? Das ist nicht neu, das war schon. Aber hier oben, Nikosa. Ich kann hier mal mir das System anzeigen lassen. Drei Sterne, Gas und Eisen. Drei Sterne Gas und Eisen. Schauen wir mal. Die sind hier gut belegt. Hier haben wir eine freie Gasmine. Das sieht auch ganz gut aus. Ich kann hier mal meine Mannschaft nehmen und springe mal mit der. Wie ist denn das jetzt? Muss ich hier aufdrücken? Nee, ich muss hier los. Und dann kann ich springen, ne? Genau. So, und dann kommt ja meine Discovery hier an. Gerauscht. Da ist sie. Mit diesem G-Punkt. Und dann warte ich einen kurzen Moment, bis wir an dieser Mine sind. Ich achte jetzt mal nicht hier auf diese, da muss ich wieder neu kennenlernen, auf diese Offiziere. Erstmal ist es wichtig, dass ich hier diese Minen belege. Und ich mache hier diesen, ja, Trick ist es nicht. Ich glaube, das macht in der Zwischenzeit ja auch jeder, ist ja auch bekannt. Ich nutze die Discovery ganz verstärkt, um meine Schiffe herbeizurufen. So, da möchte ich das hier. Ach, das war anders. Da muss ich jetzt hier drauf drücken und dann hier oben auf diese 765. So, dann habe ich das da und kann hier anfangen zu minen. Und dann habe ich die erste, das erste, den ersten Frachter hier auf Arbeit geschickt. So, okay, dann fördern wir mal ein bisschen Gas. Jetzt muss ich mal überlegen, hier gibt es doch immer noch irgendwelche Regeln. Wenn hier diese Dinger hier nicht belegt sind.
Weiß ich gar nicht, ob man die konnten wir immer abschießen, ob man das jetzt immer noch darf oder auch nicht mehr, mit irgendwelchen Warnungen. Muss ich mal in den Regeln schauen, muss ich mal wieder in den Regeln nachschauen, ob man das darf oder nicht. Ich werde allerdings erst einmal versuchen, irgendwelche freien Minen zu suchen. Die haben wir hier nicht. Und dann gehen wir ja nochmal in die Galaxie. Ich habe nämlich noch irgendwo einen anderen Ort. Ich zoome mal mit raus. Hier drüben, glaube ich, war auch nochmal sowas. Hier gehe ich mal mit ran. In die Big, glaube ich, ist auch noch ein System, wo es Eisen und Kristalle gab. Mal schauen. Hier ist auch relativ viel belegt. Alles belegt. Auch ein paar leere Minen. Scheint also immer noch nach einem halben Jahr gleich gut besucht zu sein. Wenn ich mir das anschaue mit 35, 31, 34, 33, scheine ich noch in guter Gesellschaft zu sein. Ja, ich werde mal eine freie Mine versuchen zu suchen. Und mal sehen, ob wir dann gleich wiedersehen. Wartet mal einen kurzen Moment, ne? Und dann habe ich ein System gefunden. Einfach mal ein Nachbarsystem irgendwo im Romulanischen Imperium. Glaube ich, da müsste es sein. Und hier. Oder hier. Also ich glaube, diese Mine ist hier ganz gut. Hier scheint auch kein niemand unterwegs zu sein, sodass es sich hier durchaus lohnen könnte, mal mit. Oder? Macht der 42er sich auf den Weg? Nee, ich glaube, der geht hier in seine Station rein. Dann werde ich einfach mal springen. So, nochmal ein bisschen mit üben. Ach nee, ich muss ja hier. Meine Güte. Mit ein bisschen Übung wird das dann wieder. Ich muss ja erst hier auf Aktivieren gehen. So, jetzt springt er. So, in der Zwischenzeit nähert sich ja dann die Discovery sich dieser Mine. Und dann werde ich, ja, ich nehme einfach den hier. Verwalten. So, dann werde ich das Schiff wechseln. Und da gucken wir dann auch nochmal mit drauf. Nehmen wir mal hier so ein, nehmen wir den hier, Schiff zuweisen. Das reicht. Ja. Ist noch unterwegs. Ich werde das schon mal anvisieren. Und dann rufen wir den nächsten Frachter mal mit herbei. So, gleich sind wir da. Und hier oben ist ja das Symbol zum Rufen. Aber da geht das. Zack, jetzt geht das. So. Da sind wir. Anwählen und ernten. So, dabei fällt mir auf, das ist für mich neu hier, das hier. Das kenne ich noch nicht. Ich visiere das mal an. Was ist denn das? Magnetplasma, Plasmasturm besitzt. Also das kenne ich nicht. Da muss ich mich belesen. Das ist seit dem letzten halben Jahr neu. Was auch noch mal neu ist, ist hier unten dieser Knopf. Hier, war das der? Oder war das in der Galaxie? In der Galaxie kann ich hier raufklicken. Und jetzt sehe ich dort drei Symbole anstatt nur zwei. Eins ist mit Feinde belegt. Das weiß ich auch noch nicht. Jetzt sind hier neben diese Symbole zu sehen. Also zumindest ist das mit den Symbolen klar von der Bedeutung her. Das ist ja die Art der Schiffe, die sich in diesem System befinden. Wahrscheinlich, wenn ich Kampfschiffe suche, dann sind die in diesem System hier zu finden. And so on. Okay. So, was machen wir jetzt? Gucken wir uns mal ein paar Neuerungen mit an. Hier sind ja überall noch rote Symbole, wo ich mir vielleicht was abholen kann. Zum Beispiel hier diese Kisten. 10 Stück. Aber da muss ich erst mal gucken. Hier wird es sicherlich viel Neues für mich mitgeben. Scorbly-Konto-Rekrutierungsbelohnung. Verbleibend 1 abholen. Vielleicht ist das für einige von euch, ach du meine Güte, das ist ja schon ein halbes Jahr her, wo man sich das abholen konnte. Ja, hier. Nehme ich mal mit. Da kann ich mir noch mehr abholen. Okay, nehme ich das auch mal mit. Und was ist das? Subraum ab an. Ach, Subraum-Anfängerpaket.
Ich wollte gerade Abfangjäger lesen. So, da kann ich mir auch was abholen. Was haben wir denn hier? Eine Einfallmünze. Was haben wir noch? Subraum-Relais-Schlüssel. Dann, das kenne ich hier, die Dinger hier. Die kenne ich noch. Exocomp. Nehmen wir mal mit. Und optische Dioden zur Verbesserung. Ach, der Schatzkammer. Alles klar. Die Schatzkammer war doch auch so etwas, was man so vollladen konnte. Und dann konnte man echt Geld ausgeben, um dann irgendwelche Dinge noch zu bekommen. Ne? So, was haben wir hier noch? Maximale Kapazität erreicht. Okay. Hier auch maximale Kapazität erreicht. Aber diese Container, die kenne ich ja, die kann man sich alle 10 Minuten mitholen. Dann gibt es noch den Container, den man sich alle 4 Stunden holen kann. Und dann hier den 24-Stunden-Container. Bei der PC-Version gibt es 2 davon. So, PC-exklusiv. So, haben wir das auch? Gibt es hier noch mehr? 7 Tage Treue-Container, verbleibend 4. Also hier oben habe ich ja nur 6. Da muss ich erstmal wieder anfangen zu sammeln. Alles klar. Hier bei den Angeboten, da kann ich wieder für echt Geld was. Ne, hier kann man für echt Geld was kaufen. Es scheint hier auch wieder einen Kampfpass zu geben. Was gibt es hier noch? Geschenke. Alles klar, da waren wir drauf. Rekrutieren können wir. Ja, es scheint hier Deep Space Nine zu geben. Ist übrigens eine Serie, die ich aktuell gerade wieder schaue. Glaube ich, jetzt bin ich bei Staffel 4 oder 5 gerade. So, was haben wir denn hier noch alles? So, das ist bekannt. Das hier hinten ist auch bekannt. Da gucken wir jetzt erstmal, gibt es da ein paar Offiziere dazu? Muss ich mal schauen, ob mir die meisten noch irgendwie bekannt vorkommen. Ich glaube, die wurden nicht unbedingt aktualisiert. Mal schauen, sieht nicht ganz so aus. Kann sein, dass es vielleicht einen hier, William T. Riker und Seela, neu gibt. So, was haben wir noch? Die Ressourcen haben wir. Dann haben wir Allianzen. Allianzen. Ah, okay, ich wundere mich gerade, ist das neu? Das kommt mir bekannt vor hier. Aber das hier vorne nicht. Marquis-Prämien, Allianz, Altruismus. Und Widerstandsprämien ist für mich neu. So, und hier hinten sind diese üblichen Dinge, die man eher ja, nicht verwendet. Gebiet kenne ich. Was haben wir da? Das ist mir bekannt, das ist mir bekannt. Schwarze Flotte, Denkmalschmiede ist mir, glaube ich, bekannt. Was haben wir hier noch? Das bleibt, das ist normal. Dann haben wir Verbrauchs-Items. Die sind mir noch bekannt. Und Außenteam dürfte mir auch bekannt sein. Alles klar. Okay. Gehen wir hier mal wieder raus. Das sagt mir wieder was. Das hier oben scheint die Schatzkammer zu sein, ne? Das hier. So, und hier haben wir irgendwelche Angebote. Das lassen wir. Und hier neu. Klicke ich mal rauf. Das sind ja. Ach, das sind die Nachrichten. Alles klar. Lese ich jetzt aber nicht. Betreutes Vorlesen machen wir nicht. So, jetzt verschwinden ja langsam diese. Hier kann ich helfen, ne? Das sind die Hilfeanfragen. Helfen wir mal allen. Hat gleich einen Eventfortschritt gemacht. Und hier steht auch los, 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 los. Bauen und forschen können wir. Ah, gehen wir mal hier rauf. Mal schauen, wie die Station. Vielleicht hat sich die Station im halben Jahr verändert. Schauen wir mal. So, kann man hier nicht rauszoomen? Das scheint nicht zu funktionieren. Ach, ich muss ja erstmal zurückgehen. Hier. Oder? Baustart. Dann mach ich das mal anders. Ich gehe mal hier rein. So. Diese Ansicht ist ja besser. So, was. Stufe 35. Wir sind ja Stufe 35. Dann schauen wir mal, welche unserer Gebäude noch verbesserungsbedürftig sind. Ah, hier können wir erstmal uns unsere Lager etwas füllen. Wir haben hier noch eine Menge Platz. Genauso wie Tritanium, ne? Und die Lithium. So, alles klar.
dann haben wir da schon mal etwas getan. Hier können wir irgendwas abholen. Außenteam zurückgekommen. Die waren einige Monate unterwegs. Willkommen zurück. Ah, da kann ich mehrere. Da kann ich alle zurückkommen lassen. So. Oh mein Gott. Liebe Leute. So, ihr hattet lange Urlaub. Jetzt kommt mal wieder zurück. Jetzt wird wieder gearbeitet. Dann kann ich hier noch mehr zurückholen. Ich klicke mal hier nochmal mit drauf. So, dann machen wir gleich weiter. Was habe ich hier? Was ist das? Das ist die Schatzkammer, ne? Das ist auf Stufe 21. Die ist noch ausbaufähig. Und hier ist was Neues. Hier ist jetzt was Neues dazugekommen. Was ist denn das? Das hatte ich hier schon gebaut. Was ist denn das? Holodeck. Mit dem Holodeck, da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Kommen wir später dazu. Und hier kann ich was bauen. Machen wir das doch gleich mal. Was ist denn das? Ein Subraumrelais. Ich weiß nicht, wofür das Subraumrelais ist. Aber ich kann es bauen. Dann tun wir das mal. So. Das können wir beschleunigen. So, haben wir gebaut. Wofür das auch immer ist. Haben wir hier noch irgendwas zu verbessern? Erst einmal nicht. Ja, erst einmal nicht. Alles klar. So, dann können wir... Ja, mit bauen ist nicht viel, ne? Das hier vielleicht? Können wir das bauen? Ja, hier können wir was bauen. 17 Stunden verbessern wir. Holen uns Hilfe. Und dann können wir noch was bauen? Nee. Können wir vielleicht außen irgendwas bauen? Auch nicht. Da reicht wahrscheinlich unser Material nicht aus. Genau. Ja, hier brauchen wir 96 Millionen hiervon. 34 Millionen haben wir und 2,8 Millionen hiervon. Da haben wir 2,5 Millionen. Wir müssen wohl doch erst einmal Material sammeln. Alles klar. So, jetzt sind wir bei einer halben Stunde. Das reicht auch aus. Relativ wenig mitgekürzt. Werden sicherlich die ersten zwei, drei Folgen somit sein. Und dann werde ich das sicherlich doch etwas einkürzen. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Beardman. Tschüss, Leute.